Hi guys, hello Leute. I hope you are doing well. Kurz weltweit Nachrichten auf Deutsch und Englisch. Türkei verlangte Flugverbote über Nordwesten Syrien, nachdem 33 von ihren Soldaten in einem syrischen Luftangriff bei Idlib getötet wurden. Südkorea, Italien und Iran haben mehrere Fälle von neuen Coronavirus bestätigt. Er hat rund 60 Länder erreicht. Eine Woche mit Verlusten auf dem finanziellen Markt kommt so nah. Viele Investoren verkaufen Anteile wegen der Angst vor der wirtschaftlichen Auswirkungen von Coronavirus. Und in Guinea sind die Spannungen hoch, bevor auf Wahl am Sonntag die wird Präsident Alpha Conde erlauben, um für eine weitere 12 Jahre im Amt zu bleiben. Vielen Dank, thanks a lot, please subscribe, like and share.